Und deswegen drückt es am Abend die zentralen Wellen etwas mehr ein als am Morgen. Ja? So. Also auch ein ganz spannendes Ding. Ja? Das heißt also, das Blut sieht nicht immer gleich aus. Ja? Das Blut war 2 Stunden nach dem Aufstehen bei den Kandidaten durchweg am schönsten. Und dann halt systematisch über den Tag verteilt, immer schlechter zu werden in seiner Qualität. Und nach 24 Stunden wach sein, ja, haben die alle riesigen Trümmerlandschaften von Neutrophilen, Granulozyten da drin, die haben alle einen erhöhten oxidativen Stress, die haben alle vertiefte zentrale Wellen und so weiter. Ja, so, ja. Nach 8 Stunden Schlaf hatten die alle wieder relativ gutes Blutbild. Ja. Und deswegen hat man ja auch früher in der Dunkelfeldblutdiagnostik häufig gesagt, nur der morgendliche Nüchternzustand sei ein reproduzierbarer Zustand. Alles andere wäre nicht reproduzierbar. Ja. Wobei das noch so ein bisschen aus der Anlehnung kam der BETA-Analysen. Ja. Die BETA-Analysen, die haben im Blut, Speichel und Urin auf den oxidativen Stress, den chronischen Widerstand und auf den pH-Wert kontrolliert. Und jetzt hat man diese neuen Parameter dann ins Verhältnis zueinander gesetzt. Und so konnte man ein Tumormilieu messen. Man kann ein Tumormilieu messen, das muss man schon für Zungen zergehen lassen. Ja? So wie wir also bei Krebspatienten in aller Regel typische Blutwerte finden, ja? So kann man diese Werte auf den Milieufaktoren messen. Ja? Also auch sehr spannend. Ja? Und diese BTA-Analyse, die hat man halt eben nur morgens nüchtern bei Patienten gemacht. Ja? Und viele in den 90er Jahren Dunkelfeld gemacht haben, haben gleichzeitig diese BETA-Analysemethode gemacht. Und jetzt war so ein Gerät halt elend teuer, das hat immer so unter 10.000 Mark gekostet. Ja? Und es war aufwendig zu reinigen. Und dann haben dann viele Therapeuten der 90er Jahre gesagt, naja, da sehe ich das Tumormilieu, da messe ich das Tumormilieu. Eigentlich reicht es mir ja, wenn ich sehe. Und deswegen ist diese BETA-Analyse wieder ein ganzes Stück weit eingeschlafen. Ja, die Geräte gibt es heute so neu nicht mehr zu kaufen und man braucht gleich am Markt und so. Ja? Okay, aber die Messmethode selber war hervorragend. Ja? Okay, also kommen wir mal zu dem Thema, warum man da abends immer ein etwas schlechteres Blutbild hat als am Morgen. Ja? Das heißt also, ja, den Gastbesuch des Patienten machen wir am besten nach einem stressigen Tag, abends 18 Uhr. Ja? Dann hat er jemand zum Beispiel ein beschissenes Blutbild. Und dann legen wir einmal die Hand auf und dann sagen wir so, jetzt geht er nach Hause und schlaft, der Heilschlaf. Ja, so. Und am nächsten Morgen nimmt er wieder Blut ab und sieht da, ups, da sieht es dann doch schon besser aus. Ja? Okay. So. Hämolyse. Ich noch sagen. Magisch Mortis dazu. Okay. Ja. Das heißt also, wir sehen, hier sind die roten Blutkörperchen so wabenförmig in sich zusammengefallen und in dem Bereich lösen sich die roten Blutkörperchen vollends ab. Ja? Das heißt also, diese roten Blutkörperchen hier halten den Milieuunterschied nicht aus. Zwischen Blutdruck, Heimblutdruck, Körpertemperatur, Raumtemperatur. Ja? Und dann gehen die vorzeitig unter Mikroskopen zugrunde. Das heißt, solche Inseln, wie man das hier sehen kann, schwimmen so nicht durchs Blut. Das wird trotzdem nicht Blutgestürme. Das sind Artefakte, die im Prinzip unter dem Mikroskop erst entstehen und die wir natürlich bewerten können, ist klar. Und sowas haben wir halt dann, wenn die Leber zu wenig Baumaterial ins Knochenmark überfüllt. Die Leber ist unsere große biochemische Fabrik. Und sobald die Leber halt eine leichte Stoffwechselstörung hat, versorgt sie das Knochenmark schon nicht optimal mit Baumaterial. Und dann leidet die Produktion der roten Blutkörperchen darunter, weil die Anzahl der Rallyes muss konstant gehalten werden. Das sind immer die 2,8 Millionen pro Sekunde. Ja? Das ist also nicht so, weniger Baumaterial, weniger Rallyes. Ja? Da würde unser RE dann extrem schwanken. Ja? So ist es nicht, sondern das einzelne rote Blutkörperchen kriegt dann halt einen Tick weniger ab. Ja? Und dann werden die instabil, dann werden die klebrigen instabil und gehen vorzeitig zu Boden. Ich habe letztens erst wieder auf einem Blutbild, auf einem ärztlichen Blutbild gesehen, Achtung, hämolytisches Blut, stand da drauf. Das heißt also, dem Labor ist aufgefallen, wie das Blut dort angekommen ist, ja, dass das Blut sich im Prinzip schon vorzeitig auflöst, ja, und dass deswegen gleich der eine oder andere Blutwert jetzt sogar stimmen kann, und deswegen steht also dann da beim Labor, ja, Achtung, hämolytisches Blut, ne, dass man einfach weiß, okay, das sind die Blutwerte in der Person, ne? Okay. Aber sowas kann auch schon ja, auf so eine Leberstoffwechselstörung hindeuten. Okay, das heißt also, die Schulmedizin kennt das, ja?
da haben wir jetzt wieder hier so nette Grafiken, ja? Kommt negativ, toxisch, Membrandefekte, ja? Und diese Kombination, das ist das, was diese Wabenformen hervorruft. Das ist das, woran man sehen kann, aha, da hat die Leber ein Problem. Ja? Und jetzt ist halt immer die große Frage, was geht da auf die Leber? Was ist die Ursache? Und dann sage ich den Patienten, es gibt exogene Faktoren und es gibt endogene Faktoren. Exogene Faktoren. Das kann die Nebenwirkung sein von Medikamenten. Ich weiß nicht, was sie regelmäßig für Medikamente einnehmen. Jetzt lasse ich mir an der Stelle dem dann erzählen, was er denn so tagtäglich alles einnimmt. Und dann überlege ich mir halt, was sind da davon notwendige Medikamente und was ist Quatsch. Quatsch, kriegt er von mir, wenn es Quatsch erklärt. Ja, da bin ich also eiskalt. Ja. Das heißt, wenn da jemand zu mir kommt, ja, Alter von 30, stressiger Job, ja, und hat einen Blutdruck gehabt von 45 zu 85, dann braucht er um Himmels Willen keinen Blutdrucksenker. Ja. Aber die neuesten Leitlinien sagen ja, alle unter 20, 80, scheißegal wie alt. Ja. Und dann muss man sich natürlich ernsthaft überlegen, ja, macht es dann Sinn, dass so einen Blutdrucksenker einnimmt? Ne? Der soll ja vielleicht mal ein bisschen besser den Job machen. Ne? Okay. Und so kann man natürlich alle Medikamente auseinanderklamüstern, was ist hier sinnvoll und was ist da weniger sinnvoll. Der nächste exogene Faktor sind berufliche Giftstoffe. Ich weiß nicht, was sie beruflich machen. Jetzt lasse ich mir den Job erklären. Ne? Und dann überlege ich mir, mit was für Chemikalien hat er zu tun in seiner Arbeit. Ne? Und da hatte ich zum Beispiel jemanden, der arbeitet am Flughafen Graz, ja, und ihm geht es seit geraumer Zeit so schlecht, ja, und findet es nicht warum. Ja, so. Und dann erzählt er mir, ja, er ist da beim Reinigungspersonal und das heißt also, die ganzen Polstermöbel in den Flugzeugen und so weiter werden mit aggressiven Reinigern sauber gemacht und die rennen da einmal durch. Ja. Das Ding muss ja möglichst schnell sauber gemacht werden. Ja. Da werden also aggressivste Reiniger gesprüht und während sie da drin sauber machen, ja, läuft die Lüftung im Flugzeug und das Desinfektionsmittel, ja, geht über die Lüftung in die Kabinen, ja, während das Reinigungspersonal da drin arbeitet. Ja. Also, ja, kann ich nur sagen, such dir bitte einen Job. Ja, und dann denkt man an Friseure. Friseure neigen zu Blasenkrebs. Ja. So, warum ist das so? Die Friseure benutzen zwar seit den 80er Jahren Handschuhe, das ist ja schon mal eine Steigerung, halt, ne? Da habe ich mal mit einem Friseur gesprochen, der hat in den 70er Jahren schon gearbeitet und der hat dann immer gesagt, wenn ihr dabei, wenn ihr gemacht habt, da konntest du der Arzt die Lymphe aus den Fingern drücken. Fantastisch. Ja, und die arbeiten zwar heute mit Handschuhen, aber die inhalieren halt die ganzen Farbstoffe und den ganzen Kram. Das bekommt von einem Klient und da oben ist seine Nase und jetzt inhaliert er diesen ganzen Mist. Ne? Und das geht halt eben dann alles über die Lunge, ins Blut, über die Niere raus, lagert sich im Blasenbund ab und begünstigt in dem Moment Blasenkrebs. Ne? Das heißt also, wenn man da einen geschäftstüchtigen Urologen hat, ne? Und dann sieht man, warte, sind da so Poster hängen, ja? Blasenkrebs schnell test hier, gefährdete Berufe sind Friseure, Lackierer, ne? Und so weiter. Ne? Okay, also berufliche Giftstoffe. Das nächste Ding sind Nahrungszusatzstoffe. Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Bindemittel. Ja? Jeder Deutsche ist im Durchschnitt 5 Kilo blanke Chemie pro Jahr. Ja? Kinder und Jugendliche bis zu 15 Kilo. Weil dann gibt es noch das Bauer-Dingel-Eisen, die wieder lutschert, was kein Erwachsener jemals anrühren würde. Ja? Deswegen haben die stellenweise auch viel höhere Belastung. Ja? Das heißt, als wir viel mit Nahrungsmittel macht, Kantinen essen, ja? Liebes Beispiel, ja? Braucht sich nicht zu wundern, wenn er da eben mehr abkriegt. Dann haben wir Wohngifte. Ja? Ich kann eine Wohnung so einrichten, dass sie biokompatibel ist. Ich kann eine Wohnung so einrichten, dass sie vom Gegenstand schwarzt. Wir haben in einer Wohnung, die frisch eingerichtet war, IKEA-Pressspanmöbel, die Raumluft Formaldehydkonzentration gemessen. Wir haben die neunfache Menge an Formaldehyd in der Raumluft gefunden, von dem, was das Bundesamt als Höchstwert erlaubt. Neunfach. Danach wird die ganze Möbel ausgeschmissen, durch Echtholz, Metall und Glas ersetzt und damit war das Formaldehyd wieder weg. Flammschutzmittel aus Matratzen, Teppichböden, ne? Oder wenn jemand Schimmel in der Wohnung hat, ne? Aus Regulus-Schimmel, so schöne schwarze Stockflecken, ne? Die setzen Aflatoxine frei. Aflatoxine sind Leberkrebsfallen. Ne? Also Schimmel in der Wohnung, der hat eben auch nicht unbedingt so Gesundheitswert. Okay. Und dann gibt es noch den Stapel der Genussgifte. Und Genussgifte erwähne ich nur als Genussgifte und die kommen bei mir als allerletztes. Weil die kommt bei meinem Doktor als allererstes. Ja?
Statistisch gesehen, ein Drittel aller erhöhten Leberwerte kommen durch Alkohol. Ein Drittel. Ja? Mehr nicht, zwei Drittel haben andere Ursachen. Ja? Aber wenn jemand beim Arzt erhöhte Leberwerte hat, und dann heißt es so, trinken Sie Alkohol? Ja? So, dann sagt der Patient, nein, dann lügt er. Weil nicht Alkohol, der lügt. Weil jeder trinkt Alkohol. Und dann ist es nie die Kombination aus dem Makomar, dem Cholesterinsenker und dem Blutdrucksenker, was da auf die Leber geht. Das ist ihr. Ganz klar. Okay, neben diesen exogenen Faktoren gibt es auch endogene Faktoren, die auf die Leber gehen können. Die Zerfallsgifte, Wurzel behandelter Zähne. Erzähle ich nachher noch ein bisschen was drüber. Das heißt, der Thioether, der hier freigesetzt wird. Der Thioether hat in Tierversuchen gezeigt, dass also 80% der Versuchsratten, denen minimale Mengen von Thioether regelmäßig indiziert wurden, ja, sind nach toxischen Leberschäden zugrunde gegangen. Und jetzt schauen wir uns jemanden an, der da so 10 Wurzel behandelte Zähne hat. Ja, dann brauchst du nicht über was auch nicht dazu runter. Nun gut. Ein weiterer endogener Faktor ist der Darm. Wenn der Darm ein Problem hat, Blähungen, wechselnde Stuhlqualität, Durchfälle, Leaky Gut-Syndrom, dann entstehen halt im Darm vermehrt Fußalkohol, Mykotoxine, künstliche Fettsäuren und so weiter. Und das wandert alles in letzter Konsequenz über das Fachadersystem in die Leber und die Leber muss es rund um die Uhr wieder abbauen. Und so kann ein Darmproblem zur Leberbelastung werden. Und jetzt muss ich natürlich schauen, was sind die Kausalfaktoren bei diesen Patienten. Dann muss ich schauen, kann ich die in irgendeiner Form minimieren. Und dann kann ich mir halt überlegen, was ich da mache, um die Lebersituation zu verbessern. Procurbin, Sirtuosan, Prodialmit, was auch immer, Marienkäfer, Löwenzahn, Leber- und Gallentees, Leberwege, weiß der Kuckuck. Also wie man da therapiert, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Blutdiagnostik heißt nicht automatisch Sahnentherapie. Okay, Mikrozitteranämie, dass die roten Blutkörperchen zu klein sind, dann zu kleine rote Blutkörperchen, ganz klar, eine Mondanämie. Aber dann werden natürlich auch vermehrt Erythrozyten haben mit verdichteter zentraler Nelle. Ich sehe nicht nur ein paar Mikrozitäre, wenn dann sehe ich auch Mikrozitäre und dann natürlich auch noch die vermehrten zentralen Nelle. Makrozitteranämie, dass die roten Blutkörperchen zu groß sind. Und das Lustige ist, bei der mikrozitären Anämie, da muss es eine gewisse Menge sein, dass das wirklich interessant wird. Eine zentrale Delle macht noch keinen Hämoglobinmangel. Das muss eine Menge sein. Aber ein de facto zu großes rotes Blutkörperchen, das deutet auf eine verzögerte zentrale Körpermark hin. Und das haben wir bei der WG12 auch mal. Das heißt also, ganz häufig sind das Kandidaten mit Omeprazol. Die nehmen halt da zig Jahre lang Omeprazol ein. Und das Omeprazol blockiert halt eben auch die Bildung des Intrinsikfaktors und ohne Intrinsikfaktor kein Extrinsikfaktor. Und stattdessen, dass wir denen halt eben dann regelmäßig wieder die B12 etc. spritzen würde, wird natürlich wieder nichts gemacht. Und dann wundert man sich drüber, wenn der irgendwann Schleimhautprobleme und sonstiges macht. Ja, Acanthozyten. Acanthozyten entstehen im eintrocknenden Präparat. Das heißt also, diese stechapfelförmigen roten Blutkörperchen, die habe ich halt früher oder später am Rande meines Blutstropfens und die werden dann nach und nach, nach Stunden, tauchen die dann im ganzen Präparat auf. Und so stehen sie im Schrempel, im Beispielbild, Acanthozyten entstehen im eintrocknenden Präparat. Okay. Aber es gibt auch manchmal Kandidaten, die haben direkt nach der Blutentnahme massenhaft Acanthozyten im frisch abgenommenen Blut. Und dann hat es ja mit Eintrocknung nichts mehr zu tun. Außer man hat Blutentnahmefehler gemacht. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, wenn ich irgendwo über die medizinische Messe laufe, Handpackiger Tannhalsruhe oder sowas. Und da macht einer Dunkelfeld an irgendeinem Stand. Und da gehe ich immer hin und lasse das Blut untersuchen. Einfach um zu sehen, was macht der, was treibt der, was erzählt der. Immer sehr spannend. So, das heißt also,
Kandidat kommt, wischt mit Alkohol über den Finger und wartet nicht, bis der Alkohol verflogen ist, sondern sticht jetzt in den Alkohol hinein. Und dann habe ich natürlich ein Blut-Alkohol-Gemisch. Ja? Und bei einem Blut-Alkohol-Gemisch habe ich sofort massenhaft erkannte Zitten da drin. Ja? Nächstes Beispiel. Ja? Er piekst mir in den Finger. Nächster Kandidat. Ja? Er piekst mir in den Finger. Und dann fällt ihm auf, oh, hat er ganz vergessen, die Objektträger und die Deckgläser rauszulegen. Ja? Jetzt holt er die Fremdflaschenverpackung, das zeige ich. Dann muss er die erstmal sauber machen. Und so lange oxidiert mein Blut, oxidiert, ja, reagiert mit der Umgebungsluft. Ja? Ja, kein Wunder, dass das dann beschissen aussieht. Das, ja, das heißt, dass ich die Blutentnahme rasant vonstatten zu gehen. Ich habe erst mein ganzes Arbeitsmaterial zurechtzulegen. Ich habe zu gucken, dass das alles soweit sauber ist, dass das alles soweit okay ist. Ja? Letzter Blick über mein Material. Und erst dann piekse ich den Patienten und dann nehme ich sofort den ankommenden Tropfen Blut ab mit dem Deckglas und lege das auf den Objektträger und schaue mir das sofort unter dem Mikroskop an. Und das muss halt zuki zuki gehen, damit halt eben das Blut nicht unnötig lang mit der Umgebungsluft in Kontakt kommt. Okay, also wir sehen, Blutentnahmefehler. Ansonsten, wenn es jetzt kein Blutentnahmefehler ist, dann sehen wir hier, entscheidend hierfür sind Bestandteile, sind Plasmabestandteile der Albumingruppe. Normalisiert man die Blutverhältnisse, nehmen sie augenblicklich ihre ursprüngliche Gestalt ein. Wenn da Albumine fehlen im Blut, dann haben wir schneller diese Akanthozyten. Und Albumine werden in der Leber gebildet. Ja? Das heißt also, hat die Leber ein Problem, dann werden wir nicht mit dieser Leber Zeichen sehen, sondern dann sehen wir halt eben auch relativ schnell, ja, vermehrt Akanthozyten, ja, in unserem Blut. Okay, so sehen so Akanthozyten im Elektronenwassermikroskop aus. Und so dann halt im Dunkelfeld. Und jetzt habe ich da noch was Schönes gefunden. Auch bei der Lagerung von Blutkonserven können durch die ATP-Abnahme Akanthozyten entstehen. Ganz spannend. Wann haben wir denn ATP-Abnahme im Körper? Bei der Mitochondropathie. Ne? Ja, so. Das heißt also mit anderen Worten, habe ich eine ausgeprägte Mitochondropathie, ja, dann habe ich natürlich auch schneller diese Akanthozyten da drin. Und da gab es Therapeuten aus den 60er Jahren, die dann damals dem Patienten eiskalt erzählt haben, das sind die Krebszellen. Ja, so, ne? Weil einfach diese Beobachtung da war, ja, der hat so ein massives Problem in seinem Organismus, ja, der hat Tumorgeschehen oder sowas, und dann glaube ich, wir werden jetzt Akanthozyten haben. Ne? So, ne? Also diese Kombination des ABC, das natürlich dahin zu stellen, dass eigentlich die Krebszellen sind nicht Quatsch, das ist Humbug. Ne? Aber ich habe heute manchmal noch Patienten, die da kommen und die sagen, ich wollte mal sehen, wie viele Krebszellen ich im Blut habe. Ja, das ist so ein Patient, kommt dann manchmal. Ne? Und dann muss man das halt krankliche ein bisschen anrücken, ja? Und dann ist es gut. Ja, Geldvollbildung im Dunkelfeld wird weltweit von Verkäufern verschiedener Heilmittel und Geräten zur Darstellung einer schlechten Durchblutung missbraucht. Sehr beliebt hierbei sind Dunkelfeldaufnahmen betitelt mit Vorher und Nachher. Ja? Da haben wir dann hier so ein nettes Beispiel. Ja? RTL mittags, 12 Uhr. Ja? Kommt dann so ein netter Artikel, also ein Beitrag über das Thema Elektrosmog. Der Beitrag selber ist schön, der Beitrag selber ist top. Ne? Aber jetzt halt zu sagen, Elektrosmog lässt sich anhand von Geldrollbildung nachweisen. Weil der Elektrosmog dazu führt, dass sich die Blutkörperchen jetzt aufladen und dann ziehen die sich auf einmal an. Ne? Und dann machen wir halt eben so einen Wunderaufkleber auf das Handy. Ne? Und danach ist das Handy harmonisiert. Ja? Dann kann ich das am Herzen tragen, dann kann ich mit dem Handy therapieren. Ja? Kann man das umhören, ne? Sowas ist natürlich Quatsch. Ne? Und wenn ich halt Düsseldorf Heilpraktikertage, ne? Ich laufe da über die Messe und dann sehe ich da einen Stand Magnetfeldtherapie, ja? Und Dunkelfeld. Ne? Und dann wird der Blut abgenommen. Und dann wird den Leuten halt eben die Geldrolle gezeigt. Hm? Ja. Wie sieht denn das aus, wenn ich zu einer Messe bin? Ich habe meine Jacke an. Ja? Weil da sind meine ganzen Schlüssel und mein ganzer Kram drin, da gebe ich die Geldrolle schon. Ja? So. Das heißt, also, ich laufe mit der Jacke da rum.
Was trinke ich, wenn ich auf so einer Messe bin? So gut wie nichts, mal Kaffee. Ja? So. Und es ist warm da drin, ich schwitze. Ja? Also haben wir halt eben eine dementsprechende Veränderung des Hämatokrits. Also kann man automatisch schon verändern. Und jetzt nimmt mir der Kandidat das Blut ab, zeigt mir dann also diese Geldvollbildung und erzählt mir dann einen von wegen, oh, schlecht mit Blutung und alles ganz schlecht und Magnetfeldtherapie hilft da. Und damit das Magnetfeld anständig wirkt, müssen Sie jetzt erstmal ein großes Glas Wasser trinken. Dann kriege ich da nur 2 Glas Wasser hingestellt und anschließend kriege ich dann für 7 Minuten auf der Magnetfeldmatte. Und dann kriege ich wieder Blut abgenommen. Und wenn der Kandidat jetzt geschickt ist, wenn er geschickt ist, dann nimmt er beim ersten Mal einen etwas größeren Tropfen Blut ab. Ja? Weil dann liegt das Blut mehrschichtig übereinander. Und sobald sich Blut ballt, neigt es automatisch zu dieser Geldvollbildung. Ja? Das heißt, erst beim ersten Mal machen wir den Blutlauf eine Tick größer. Ja? Und beim zweiten Mal, nach dem Magnetfeld, dann machen wir den Blutlauf einen kleinen Tick kleiner. Ja? Und dann sind automatisch schon weniger Geldvoll drin. Grobe Dinge finde ich immer im Randbereich von den Blutstropfen. Feine Dinge in der Mitte. Das hat was mit der Kapillarwirkung zu tun, wie sich das Blut unter der Glasbereich. Ja, so. Das heißt also, vor dem Magnetfeld zeige ich mir den Rand von den Blutstropfen und nach dem Magnetfeld gehe ich doch gleich mit dem Objektiv in die Mitte. Ja, so. Und dann sieht der Patient oder der Interessent, ja, so, sieht dann halt eben, ja, vor Magnetfeld, das Geld und danach man denkt, boah, wie das fließt. Ja? Und schon haben wir Magnetfeldsystem verkauft für 3.000 Euro. Ja? Also so Sachen geht es halt auch und da muss man halt eben aufpassen, ja? Weil das sind natürlich die Dinge, die unsere Methode halt so ein Stück weit in Verruf bringen. Ja? Wir sehen hier jetzt den Kollegen Schell.